begrüße dich. Wir kennen uns, deswegen duzen wir uns auch. So nicht, dass das. Man sich da wundert. Dirk, du bist 31 Jahre, wohnst hier in Brilon. Ja. Und Zweitwohnsitz in? In Berlin. In Berlin, jawohl. Du bist hier groß geworden? Ich bin Ur-Briloner seit dem zweiten Tag. Seit dem ersten Tag und der Geburt hat es noch nicht geklappt. Der Arzt war nämlich im Krankenhaus nicht da und da mussten wir an dem Tag nach Paderborn ausweichen. Okay, und dann aber rüber? Am zweiten Tag war Brilon dann angesagt. Na ja, gut, dann lassen wir das mal als Briloner noch durchgehen. Das machen wir. So gerade. Hier dann aufs Gymnasium gegangen? Ja. Anschließend Studium? Anschließend Studium in Marburg, erst 3 Semester. Da haben wir aber eine Briloner WG gehabt. War auch eine ganz witzige Geschichte mit Freunden, die schon mit mir zusammen Abi gemacht haben. Und dann ging es zum weiteren Studium sozusagen, zum Abschluss nach Münster. Die 3 aus Brilon waren auch alles Juristen? Das sind auch alles Juristen geworden, sind heute auch und waren nachher auch noch in Münster und sind auch oft immer noch in Brilon. Ihr habt immer noch Kontakt? Absolut. Wunderbar. So, dann Studium und dann ging es politisch in die ersten Wege? Oder ja. Wie ist das gekommen? Also wie kommt man jetzt in den Bundestag? Du hast ja einen großen Kontakt. Ich war wieder unhöflich, habe keinen Kaffee ausgeschenkt, Herr Probst. Das kann ich aber selber machen. Nein, das geht ja nicht. Sicher geht das. Natürlich geht das alles. Das geht Herr alles. Probst, nein, das ja, also. Meine Aufgabe ist das Dienen. Ich würde auch einnehmen. Ja, aber nicht hier. Sie kriegen auch noch was. Ja, mit dem Kaffee. Das gehört mir ja auch nicht, das kann man gut verteilen. Ach so. Ja. Ach so. Der Robin Hood der Propstalgemeinde. Ja, der nicht in Nottingham wohnt. Ja, genau. Ja, ja. So, wo waren wir? Wie man sozusagen zur Politik gekommen ist. Genau, guten Kontakt zu Franz Müntefering gehabt. Ja, aber das war nicht der Ausgangspunkt. Das war eigentlich mehr in der Schulzeit und so schon immer für Politik interessiert. War eigentlich immer so eins der Fächer, wo man immer gerne hingegangen ist. Gab auch welche, wo man nicht gerne hingegangen ist. Und dann waren 2004 in Brilon damals Kommunalwahlen gewesen. Und ich wollte gerne, dass damals Franz Schrewe Bürgermeister bleibt. Und habe ich gesagt, Mensch, ich konnte damals das erste Mal wählen gehen. Das kann man machen. Und dann habe ich aber gesagt, nee, jetzt musst du mal ein bisschen mehr was machen. Und ich kannte ihn sowieso schon. Und dann bin ich sozusagen über die Kommunalpolitik reingekommen und habe mich dann auch engagiert. Und sozusagen das erste Amt, was man sozusagen innehatte, war sachkundiger Bürger im Forst- und Umweltausschuss. Also dem wichtigsten Ausschuss, den sozusagen die Stadt Brilon auf jeden Fall hat, Stadt des Waldes. Und so ist man dann immer weiter reingerutscht, hat mehr Verantwortung bekommen. Ja, und so ist das dann irgendwann gekommen. Aber planen kann man sowas nicht. Du bist dann 2009 in den Stadtrat gewählt worden? Genau, ist das richtig? 2009, ja. Genau. Letztes Jahr wiederholt in den Stadtrat. Funktioniert das mit den Aufgaben in Berlin und die Aufgaben dann hier im Stadtrat? Ich habe letztes Jahr überlegt, ob ich nochmal für den Stadtrat kandidiere, weil natürlich auch die Doppelbelastung da ist. Man muss da einfach sagen, man kann nicht jede Sitzung wahrnehmen, das ist einfach nicht möglich. Wenn eine Sitzungswoche in Berlin ist und gleichzeitig die Stadtratssitzung hat, die Sitzungswoche Priorität, das muss man einfach sagen. Da muss man sich aber vor Ort mit seinen Leuten auch in seiner eigenen Fraktion dann abstimmen. Ich mache eigentlich Kommunalpolitik, ehrlich gesagt, gerne. Darum wollte ich das auch noch nicht aufgeben, weil wenn man in der Kommunalpolitik eine Entscheidung trifft, dann sieht man das meistens schon am nächsten Tag. Im Bundestag ist es ein bisschen anders. Wenn wir da ein Gesetz beschließen und auf den Weg bringen, dann dauert es meistens noch 6 Monate, bis es in Kraft tritt. Das sieht man nicht sofort. Und darum ist Kommunalpolitik eigentlich eine richtig tolle Sache. Und das mit den Kolleginnen und Kollegen fraktionsübergreifend im Stadtrat macht auch eine Menge Spaß. Ich hoffe, dass es meine Zeit noch länger zulässt, das zu machen. Aber man muss natürlich immer gucken, wie die Termine und so legen. Das ist nicht einfach. Ihr seid ja auch, glaube ich, hier in der SPD eine gute, starke Gemeinschaft. Ihr haltet ja gut zusammen, so wie das auf jeden Fall auf uns nach außen wirkt. Auch bei der Bürgermeisterwahl, sowohl bei der Unterstützung von Franz Schrewe als auch von Dr. Christoph Bartsch, hat das ja wunderbar funktioniert auch. Dein Motto ist, der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen, ist sie zu gestalten. Zitat von Willy Brandt. Genau. Ja. Ja. Vorbild von dir? Ja, also das muss man natürlich schon sagen. Es gibt Vorbilder, die man hat. Willy Brandt, Helmut Schmidt, auch Gerhard Schröder. Und dieser Satz, den Willy Brandt gesagt hat, der ist einfach der Punkt. Man kann sich über Dinge ärgern, man kann sich über Sachen auch mal stören oder vielleicht auch ein bisschen aufregen. Aber man sollte immer versuchen, es immer so ein kleines bisschen alles hin besser zu machen. Manchmal dauert es ein bisschen länger, manchmal muss man auch viele dicke Bretter bohren. Aber ich habe das mal mit einem guten Freund gesagt, der damals mit mir 2004 in die SPD eingetreten ist.
Wenn am nächsten Tag was in der Zeitung steht, worüber sich alle ärgern, dann wollen wir es wenigstens mit angestellt haben und versucht machen, vielleicht noch in die richtige Richtung zu machen. Also ich glaube immer, dieser Anspruch zu gestalten und das, was um einen herum mitgeschieht, mit in eine bessere Richtung zu steuern, das ist immer so der Anspruch und das ist Willy Brandt durch sein Zitat versucht auszudrücken. Ja, und hier geht es ja auch um Zukunft, Zukunft zu gestalten. Das ist ja, du hast auf deinem Nachttisch ein Buch liegen, die Zukunft von Al Gore, 6 Kräfte, die unsere Welt verändern. Al Gore war ja Vizepräsident bei Bill Clinton. Worum geht es in diesem Buch? Al Gore versucht in seinem Buch, stellt 6 Thesen auf oder sag ich mal 6 Bereiche, die momentan aus seiner Sicht in den nächsten Jahren unser Leben vielleicht verändern werden. Das ist der ganze Bereich der Digitalisierung, Industrie 4.0, wo wird das hingehen, wird das Arbeitsplätze kosten, wie wird sozusagen Robotik, Maschinenbau, wie kann sich das weiterentwickeln, brauchen wir überhaupt noch Arbeitskräfte demnächst, das sind spannende Fragen. Der ganze andere Bereich geht in den Bereich Fragen des Internets. Des Internets, haben wir überhaupt noch die Möglichkeit, das Internet zu kontrollieren? Es gibt ganze Bereiche im Internet, das Darknet, wo man überhaupt teilweise keinen Einfluss drauf hat, und es betrifft Fragen, durchaus ethische Fragen, im Bereich der Biotechnologie, was heute in diesem Bereich, wir haben ja auch schon mal darüber diskutiert, ja. Was man alles kann und sollte man das denn auch alles machen? Das sind gerade die Fragen der Biotechnologie. Das ist höchst spannend und natürlich das letzte Thema, was Al Gore immer sehr am Herzen liegt, das sind die gesamten Fragen des Klimawandels. Was wird das für Auswirkungen haben, auch für Migrationsströme? Sehr spannend zu lesen. Manchmal lässt es nur meine Zeit nicht zu, viele Seiten zu schaffen. Darum werde ich jetzt die Osterpause ein bisschen nutzen, es zu Ende zu lesen. Okay. Zukunft bei Kirche. Ihr Ton! Herr Bosch, Sie verlassen. Warte, ich helfe Ihnen. Das ist nicht so schlimm. Das ist ein Zeichen. Das ist ein Zeichen. Nicht so viel symbolisieren. Ja. Warte, wir vergabeln Sie einmal. Wir machen das wieder so. Wir machen das auf der linken Seite. Nee, Sie können nicht auf die linke Seite. Doch, Sie können auch links. Sie können auch links. Hui. Ja, Leute. Das so richtig ist. Gut, die Zukunft bei Kirche, wenn der Ton stehen bleibt, wie sieht das aus? Wie sind Aussichten, gibt es Vergleiche, wie hier Al Gore sich in seinem Buch damit beschäftigt? Wie sieht das bei Kirche aus? Wird da auch vorausgedacht? Ja, auf jeden Fall. Ja, erstmal theologisch natürlich ist die Zukunft immer Gott. Das ist immer das, was uns fordert natürlich, die Frage nach Gott. Und dann natürlich, wie kann man das in diese Welt tragen, diese Leidenschaft, die Sehnsucht der Menschen nach Gott, welches Gesicht bekommt das alles und wie können wir das auch rüberbringen, wie können wir das Evangelium weitergeben, damit es auch verstanden wird. Das ist alles immer wieder zukunftsgestaltend, ja, und das wirkt dann wieder in die Zeit rein, dann berühren wir uns auch wieder, ja, wo viele Fragen, sage ich mal, Schöpfung, ökologische Fragen, Frieden, soziale Gerechtigkeit, Solidarität der Menschen untereinander, da kommt das wieder zusammen, das berührt sich im Evangelium, da sind Kirche und politische Parteien auch manchmal sehr nah. Das heißt, Sie haben sich untereinander auch schon mal ausgetauscht, über, wenn ich das richtig gerade verstanden habe? Nicht abgesprochen, aber ich denke, wir sprechen miteinander. Das absolut. Kann man auf jeden Fall sagen. Okay, gut. Dirk, wir haben dich gefragt, jetzt muss ich mal gerade gucken, meine Seite war verschlagen, jetzt bin ich schon mal im Propst, jetzt gucken wir erst noch mal eben hier. Wir haben dich nach deinen Stärken und Schwächen gefragt und du hast es dir etwas einfach gemacht, aber da bist du nicht der Einzige hier am Tisch, weil auch Herr Probst hat es sich da etwas einfach gemacht und hat einfach gesagt, da fragen wir mal andere, okay. Nee, da sollte man andere fragen, so ist die richtige Antwort. Da sollte man andere fragen nach den Stärken und Schwächen, das haben wir gemacht. Wir sind losgezogen, haben unsere Kamera unter den Arm genommen, sind Mittwochmorgen auf den Markt genommen und haben mal 2 Bilder den Menschen gezeigt. Einmal von Dirk Wiese, einmal von später dann Propst Dr. Richter. Das darf ich noch gar nicht verraten, dass wir das mit Ihnen ja auch gemacht haben. Aber wir fangen erstmal mit Dirk Wiese an und gucken mal, wie die Leute reagiert haben. Ach, das ist der Politiker. Da ich keine gebürtige Brilonerin bin, weiß ich jetzt den Namen gerade nicht. Das ist Herr Wiese, unser Politiker vom Ort. Ne? Ach, Dirk Wiese, SPD, fällt mir dazu ein. Und schöner Hintergrund. Schöne Landschaft. Der Herr Wiese. Herr Wiese, SPD. Fällt mir echt nichts ein zu, ganz ehrlich. Weißt du nicht wer? Nee, nicht am frühen Morgen. Unser Bundestagsabgeordneter.
Wiese, SPD. Liese, ne? Ist das Liese? Liese meine ich, ja. Oder Sommer, weiß nicht genau. Ja, ja, der nächste Bundeskanzler. Ja, Wiese, wie heißt er? Ja, Dirk Wiese. Dirk Wiese. Ja, Dirk Wiese kenne ich auch, politisch. Und er ist in Berlin jetzt und ja, setzt sich ein für unsere Belange, auch in meinem Interesse. Ja. Den habe ich noch nie gesehen. Nee, das sagt mir gar nichts. Wiese, Bundestag. Guter Mann, war ich letztens in Berlin besuchen. Ja? Ja, hat uns eingeladen. Führung durch den Bundestag. Hat seine persönliche Referentin gemacht. Ganz klasse. Unser Bundesabgeordneter Dirk Wiese. Mhm. Ja. Ja, auch in Ordnung, würde ich sagen. Passt in die Welt rein, alles okay. Dirk, passt in die Welt rein, der nächste Bundeskanzler. Ja, das sind doch schon mal super Voraussichten. Die Landschaft im Hintergrund hat auch einigen Leuten gut gefallen. Unser Mann in Berlin, sagte man auch. Wo bist du lieber, in Berlin oder in Brilon? Im Sauerland, in Brilon. Ja? Ja. Jetzt greifen wir mal eben auf, was die Herrschaften da gesagt haben. Angenommen, die Karriere würde so verlaufen, dass du mehr in Berlin sein müsstest. Wie würdest du das sehen? Würde das deine Familie sehen? Wie gibt es da Überlegungen oder sagen wir da erstmal, warten wir ab? Also erstmal eine kleine Aufklärung, weil das hatte ja auch jemand gesagt, schöne Landschaft, das ist es wirklich. Die Landschaft ist in Brilon natürlich, wenn man oben von Scharfenberg in Richtung Brilon rüberguckt. Das Foto habe ich damals gemacht, als ich mit meiner Frau einfach auf dem Spaziergang unterwegs war und das Foto war so gelungen, einfach mit dem Handy, dass wir das für den Wahlkampfflyer auch genutzt haben. Also eine ganz witzige Geschichte, dass das Foto immer noch an der Stelle gut ankommt. Ich habe gedacht, das wäre eine Fotomontage gewesen. Das war ein Originalbild? Das Hintergrundbild ist montiert sozusagen, ein Foto ist reingebracht worden, aber die Hintergrundlandschaft ist der Blick von Scharfenberg Richtung Brilon. So mit der Schärfe. Ja, okay, super. Da haben wir ein bisschen rumexperimentiert. Ja. Es ist momentan so, man denkt ja immer, oder das sind die Fragen, die mir oft gestellt werden, sagt ja auch der Kollege von Starke, als er letztens auch in Berlin war, wie viel Zeit verbringt man denn eigentlich in Berlin? Es ist so ungefähr, kann man sagen, 40% des Jahres sind Sitzungswochen in Berlin und die andere Zeit ist man vor Ort im Wahlkreis. Und man fährt montags morgens nach Berlin, kommt freitags abends wieder. Diesen Freitag bin ich jetzt ein bisschen später wiedergekommen, da war es 10:30, weil wir noch eine Menge Abstimmung im Bundestag gehabt haben. Also man ist wirklich die meiste Zeit vor Ort im Wahlkreis. Und ehrlich gesagt, wenn man 5 Tage in Berlin ist, von Montag bis Freitag, freue ich mich auch ehrlich gesagt immer wieder, wenn ich nach Hause komme, samstags morgens dann bei Stapper Brötchen holen oder bei unserem bekannten Obstverkäufer auf dem Marktplatz mal eben kurz vorbeizuschauen, wo wir dann eben die Weltlage noch mal eben besprechen müssen. Ich freue mich dann einfach wieder hier zu sein, weil wenn man in Berlin ist unter der Woche, das ist natürlich auch, muss man wirklich alles unter so einer Käseglocke drunter, alle hängen da so zusammen und da ist es wirklich gut, wenn man freitags abends wieder nach Hause kommt und samstags am Wochenende zu Hause ist und hier ist, dann bleibt man noch mit beiden Beinen auf dem Boden. Da sorgen die Sauerländer schon für. Also wir haben das jetzt im Einspieler gesehen, das ist jetzt nicht irgendwie was weggeschnitten, das ist schon so die Reihenfolge, die wir so abgefilmt haben, dass dich ja durchaus, weiß ich jetzt nicht, 90% von unseren Befragten kennen. Wie ist das in Berlin? Hat man da noch Anonymität? Ist man da oder ist das da auch so, wenn du da über die Straßen gehst, dass die kriegen das da nicht zugeordnet? Oder? Nein, also wenn man im Bundestag unterwegs ist und trifft die Kolleginnen und Kollegen, klar, dann ist es klar. Aber so jetzt auf den Straßen? Nein, das ist definitiv nicht der Fall. Das sind die in der ersten Reihe stehen in der Politik, in allen Parteien. Die werden natürlich erkannt, die haben den Wiedererkennungswert, aber als Abgeordneter, der sozusagen seine normale Ausschussarbeit macht, versucht für seinen Wahlkreis was Gutes rauszuholen, da wird man jetzt auf der Straße nicht erkannt. Das ja, ist nicht so. Das ist dann mehr hier. Das geht Ihnen ja hier ähnlich, wenn Sie hier ähnlich unterwegs sind. Ähnlich. Ja, wenn Sie hier unterwegs sind, müssen ja, Sie natürlich ja dann doch alle 3, 4, 5 Meter anhalten und ja, dann richtig doch erst nochmal. Wenn ich auf dem Markt bin, ja, dauert das was. Samstags morgens eine der Lieblingsbeschäftigungen. Einmal rum. Ich möchte auch das Bad bei den Menschen auch ein bisschen wahrnehmen. Und dann kann man mich ansprechen hin und her und ich spreche auch gerne Leute an. Und wie gesagt, dann bleibe ich gerne auf dem Marktplatz. Ja, weil man so in der Woche kommt man ja seltener dazu. Aber das ist für mich so ein Pool, wo ich rein kann und dann kann ich mit den Leuten reden. Und die sagen mir das und das und das, was auch wichtig ist, ja, dass wir immer wieder dranbleiben. Und das ist eine gute Sache. Wunderbar. Dirk, was sind deine Aufgaben genau in Berlin? Welche Ausschüsse hast du belegt? Was machst du?
den ganzen Tag, wenn du jetzt in der Sitzungswoche bist, wie stelle ich mir das vor? Was macht man als Bundestagsabgeordneter? Also ich bin erstmal Mitglied in zwei Ausschüssen. Ich bin Mitglied zum einen im Rechtsausschuss und da bin ich zuständig für das gesamte Strafgesetzbuch und den ganzen Bereich Mietrecht, Maklerrecht. Und im anderen bin ich im Ausschuss für Wirtschaft und Energie, wo ich mich vornehmlich mit dem Thema Freihandelsabkommen und auch den ganzen Bereich Energieeffizienz LED befasse, weil wir sind ja Zentrum der Lichttechnik in Südwestfalen, also ein wichtiger Punkt. Und seit letzter Woche bin ich sozusagen in einer Gruppe drin, Projekt Zukunft, wo wir uns anschließend an das Thema von Al Gore mit gewissen Fragen beschäftigen, die aus unserer Sicht demnächst auf uns zukommen. Und da leite ich die Projektgruppe mit einer Kollegin zusammen im Bereich Industrie 4.0 Digitalisierung. Ist okay. Einiges, was auf dem, was man, sagen, das was ist ja man nun zu sehr, tun hat. Sehr breit gefächert von Miete über Ökologie und LED, Zukunft 4.0, da muss man sich das aber gut einteilen, dass man die Zeit dann auch alles für die Vorbereitung findet? Ganz ehrlich gesagt, man ist auch nur so gut, wie man gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Büro hat. Und ich habe ein hervorragendes Team in Berlin und Meschede, die eine ganze Menge Arbeit machen. Da sind auch Sauerländer mit dabei. Und ohne das Team könnte man das alles gar nicht so schaffen. Also da muss man auch immer sagen, das geht nur so gut das Team ist. Wie stark ist dein Team? Also wie viele Leute? Ich habe insgesamt 4 Leute, okay, die mich für mich arbeiten. Digitalisierung, Breitbandausbau hier im Sauerland, setzt du dich ja für ein, es steht auf deiner Internetseite. Wie sieht das da aus? Geht es da voran? Also ich meine, wir hier in der Kernstadt haben ja, es funktioniert gut, aber auf den Dörfern haben wir ja noch ein bisschen Probleme. Hast du da eine Vorstellung, wie es weitergehen wird? Das ist zum Beispiel so einer der Themen, wo ich dann auch vielleicht das... Könnte mir auch alles ein bisschen schneller gehen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Das ist vielleicht auch eine Schwäche, dass man manchmal ein bisschen ungeduldig ist und manchmal es ein bisschen schneller haben möchte. Ist ein interessanter Punkt, weil ich hatte vorgestern noch eine E-Mail eines Bürgers aus Scharfenberg bekommen, der nochmal explizit nachgefragt hat, wie schaut es momentan, wann kriegen wir in Scharfenberg endlich die Anschlüsse. Sachstand ist immer noch, dass die Telekom zugesichert hat, bis Ende des Jahres, zum Beispiel am Beispiel Scharfenberg, den Breitbandausbau hinzubekommen. Das steht immer noch. Ich würde mir natürlich wünschen, das kriegt man vielleicht schon im Sommer hin, aber die Zusagen sind da. Und von Berlin machen wir mit dem Investitionspaket, was wir neu aufgelegt haben, auch für die Kommunen im Bereich Breitbandausbau. Die Landesregierung macht da auch was an vielen Stellen. Es gibt die Telekommunikationsgesellschaft Südwestfalen, der Kreise. Viele Stellen tun was für den Breitbandausbau. Man muss nur immer sagen, sozusagen den letzten 10% bis in die entlegensten Winkel, das sind die teureren Punkte. Da wird es entscheidend. Aber ich glaube, das Breitband ist ein Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge heutzutage. Genauso wie Wasserversorgung und Strom. Man braucht das heute. Die Unternehmen brauchen das vor Ort, wenn ich zu Hause Homeoffice machen will. Und darum muss das ein Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge sein. Und da müssen wir den Ausbau auch bis in die letzten Winkel hinkriegen. Das ist wichtig. Ja, gerade auch zum Beispiel Mattfeld ist, glaube ich, ein ganz schwieriges Thema, ne? Das ist, weil ja doch der Weg vom Brilon, ich weiß nicht ganz genau, aber da hängt es ja doch an allen Ecken und Kanten. Es gab das Neubaugebiet in Mattfeld, wo es Schwierigkeiten mit der Anbindung gegeben hat. Da haben sich jetzt aber vor Ort die Bürger selbst zusammengetan, durch Initiative den Breitbandausbau selbst in die Hand genommen. So mein Kenntnisstand ist jetzt, ist das sozusagen auch das Neubaugebiet, was es in Mattfeld gegeben hat, mittlerweile angeschlossen oder kurz davor. Oh, na gut, okay. Eine Aktion von dir aktuell, mehr Sauerland in Berlin. Was ist das? Ja, das war eine Idee, die wir bei uns im Büro hatten, weil man kriegt so viel am Jahresanfang immer Kalender zugeschickt von Verbänden und alles und Sachen. Und da haben wir uns Mensch gesagt, was sollen wir denn immer diese Kalender hier aufhängen und alles? Irgendwie müsste doch noch mal ein bisschen mehr Sauerland hier ins Büro reinkommen. Wir haben den Rothaarsteig-Kalender, den es ja gegeben hat, auch noch, hatten wir immer da. Und dann haben wir gesagt, Mensch, was machen wir denn jetzt? Und dann machen wir mal einen Fotowettbewerb. Und dann haben wir mal einen Fotowettbewerb, den haben wir jetzt ausgeschrieben, der läuft bis August. Das heißt, aus dem ganzen Sauerland können Bilder eingeschickt werden. Und wir entscheiden sozusagen, im August, also das Büroteam wird sich zusammensetzen, wählt die 3 schönsten Bilder aus und die werden dann noch im Büro ausgestellt und aufgehangen. Die bleiben auch da hängen und die Besten kriegen auch einen kleinen Preis. Und mal schauen, wie die Aktion anläuft. Es sind schon Fotos in der letzten Woche eingetrudelt in Berlin. Okay. Und da kann ich bis jetzt sagen, ich habe kurz drauf geschaut, aber die sehen richtig gut aus. Wird okay. Schwierig, da die Auswahl zu treffen. Können wir hier ja auch einen Aufruf starten, ne, dass Sie ja, gerne. Unsere Zuschauer gerne... Was sollte drauf sein? Was stellst du dir vor? Also das Bild soll einfach das Sauerland zeigen. Das Sauerland. Das Sauerland zeigen, spezielle Eindrücke aus dem Sauerland. Vielleicht jeder hat ja auch seinen Lieblingspunkt im Sauerland, wo er vielleicht gerne ist an bestimmten Stellen. Und einfach rüberschicken. Jeder ist da völlig frei, was zu schicken. Also vielleicht nicht nur Landschaft, sondern auch Sauerländer Menschen. Sauerländer Menschen, vielleicht vom Schützenfest oder andere Sachen, wenn man irgendwie unterwegs ist oder vielleicht in der Freizeit unterwegs ist, mit dem Mountainbike hier durch die Wälder fährt oder am Laufen ist oder irgendwas. Wir sind da völlig frei. Kreativität ist gefragt. Es wird nur schwierig, das
auszuwählen, glaube ich. Und wo schickt man das dann hin? Das schickt man an mein Berliner Bundestagsbüro, gibt es auf meiner Homepage, dirkwiese.de, stehen die ganzen Kontaktdaten drauf oder einfach per E-Mail an dirk.wiese@bundestag.de und dann sortieren wir und gucken uns das mal an. Wunderbar. Ich hoffe, du wirst uns informieren, was die schönsten Bilder am Ende gewesen sind. Dass wir ich freue mich auf dein Foto. Auf mein Foto? Ja. Wir werden da was machen. Ja, ich bin da ganz sicher, dass mir was einfallen wird, dass ich dann einschicke. Es wird dann, falls ich gewinnen sollte, dass es dann, es wäre Besprechung gewesen oder sowas, dann laufe ich mal außer Konkurrenz. Vielleicht auch ein Foto morgens vom Markt in Brilon. Oder von der Hallier Messe vielleicht. Ja, von der Hallier Messe. Ist auch oder typisch für Sauerland. Das stimmt. Wir machen auch einen Markt mit dem Korb. Meinen Sie? Ja, wir beiden in der Heiligen Messe wird schwierig. Das sind ja auf zwei verschiedenen Seiten. Wir kommen ja nicht schade, zusammen. Sehr schade, Herr Schartenbaum. Aber daran kann man was tun. Dass ich auf die andere Seite vom Altar komme? Werden Sie vernünftig. In diesem Leben doch. Ja. Ja, wir werden mal sehen. Dirk, ein Thema noch. Der gläserne Abgeordnete. Ja. Der gläserne Abgeordnete, bei dir auf der Homepage groß beschrieben, bedeutet was genau? Unter der Rubrik Lesende Abgeordnete bei mir sind meine sämtlichen Bezüge aufgeführt. Das heißt, was ich als Abgeordnete verdiene, was ich für eine Aufwandspauschale kriege, wie viel Geld ich zur Verfügung habe für die Mitarbeiter. Das kann jeder sich anschauen, weil ich halte das für richtig. Es gibt ja immer die Diskussion über Abgeordneten-Diäten und alles. Ist ja nicht immer so das Thema, wo man viel Lob kriegt. Und es hat ein Kollege von mir, Uli Kelber aus Bonn, hat das gemacht, der schon länger im Bundestag drin ist. Und ich habe gesagt, das finde ich eine richtig gute Sache. Und so sind meine Bezüge alle offengelegt. Die Bürgerinnen und Bürger wissen, was ich bekomme. Da steht auch, was ich noch als Mitglied des Stadtrates bekomme, auch für eine Sitzung, die wir im Stadtrat haben und alles. Ich halte das für wichtig und jeder soll das sehen. Das ist Transparenz und das sollte auch so sein. Aber du siehst es nur so in dem Bereich des Abgeordneten, dass man seine Bezüge offenlegen soll in der Privatwirtschaft oder so. Also es sollte jetzt nicht jeder hergehen und sagen, was er verdient. Also darum geht es nicht. Es geht darum, dass die Nein. Menschen, die von Steuern bezahlt werden, oder warum ist dir das wichtig, dass man jetzt genau sieht, welche, warum bei dir, warum soll man das machen? Warum soll man das sehen? Also an dem Punkt ist es ehrlich gesagt ganz einfach, weil ich bin Mitglied des Deutschen Bundestages für die Bürgerinnen und Bürger des Hochsauerlandkreises. Dort habe ich die Stimmen gekriegt, bin dann über die Liste in den Bundestag eingezogen und wir als Abgeordnete werden ja auch aus Steuergeldern finanziert und kriegen unsere Aufwandsentschädigung, unsere Diäten daraus und da soll auch jeder sehen, was wir bekommen. Auch da steht drin, wie die Ruhegehaltsregelung ist, wenn man so und so viele Jahre im Bundestag drin ist und ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger sollen wissen, was man als Abgeordneter bekommt und darum halte ich das wichtig, da an meiner Stelle für Transparenz zu machen, sorgen. Das gilt nicht für die Privatwirtschaft. Das muss da jedes Unternehmen selbst entscheiden. Das kann ich da nicht beurteilen. Aber für mich als Abgeordneter habe ich den Anspruch, da wirklich offen zu legen, was man bekommt und wie viel man verdient. Ja, also bevor jetzt alle dann unsere Seite wechseln und auf deine Internetseite gehen, ich habe mal ein paar Zahlen mir da rausnotiert. Als Abgeordneter bekommst du 9.059,39 €. Das ist brutto. Brutto. Genau. Eine Aufwandspauschale von 4.267,06 € für Miete und so weiter, das ist, sind die Büroräume im Bundestag. Also wenn das was an Miete anfällt oder welche Miete ist da gemeint? Das sind mandatsbedingte Kosten. Das ist zum Beispiel, wir als Bundestagsabgeordnete dürfen zum Beispiel, wie anders als Privatleute, keine Werbungspauschale geltend machen. Und das ist sozusagen mit auch abgegolten. Damit ist zum Beispiel die Mietkosten in Berlin mit abgedeckt. Da sind die Büroräume im Sauerland mit abgedeckt. Das ist alles, was mit dem Mandat für Kosten anfällt. Wie gesagt, man hat sonst die Möglichkeit, Werbungskosten zu machen und das ist damit einmal abgedeckt. Die Büroräume im Bundestag, die werden euch zur Verfügung gestellt? Die werden zur Verfügung gestellt. Okay, dann nicht, dass ich da jetzt was Falsches gesagt habe. Mitarbeiterpauschale für deine Angestellten, 16.517 €. Ja. Pauschal für jeden Bundestagsabgeordneten, wenn der Bundestagsabgeordnete nur ein oder zwei Mitarbeiter hat, kriegt er trotzdem 16.517 €? Kriegt er trotzdem. Also er kann sich das dann einteilen, also nein, muss damit fertig werden? Nein, das kriege ich nicht überwiesen. Man hat sozusagen ein Mitarbeiterkonto bei der Bundestagsverwaltung und daraus kann ich sagen, dass ich das Geld für die Mitarbeiter einteile. Ich habe ja 4 Mitarbeiter, kann man ungefähr sich ausrechnen an dem Punkt. Wenn jetzt zum Beispiel einer das Geld nicht komplett abruft, heißt nicht, dass das auf mein Konto fließt, sondern dann geht es zurück an den Finanzminister, an den Haushalt der Bundestagsverwaltung. Ach so, okay. Also es gibt ein Konto. Das führt die Bundestagsverwaltung und daraus werden die Mitarbeiter Gehälter bezahlt. Also nur rein die Mitarbeiter was kriegen und nicht der Abgeordnete sagen kann,
ich spare da jetzt ein bisschen, nein, nehme nicht den Mindestlohn und greife den Rest für mich ab. Nein, nein, das funktioniert nicht, aber die Mitarbeiter, die kriegen vernünftige Gehälter und wie gesagt, darum sind es auch nur 4, weil die machen alle einen richtig guten Job und die sollen noch was Ordentliches verdienen. Mhm. Da stimmt übrigens, wir waren ja auch schon einmal letztes Jahr bei dir in Berlin eingeladen und dein Kollege hat uns ja wunderbar rumgeführt, da haben wir auch einen wunderbaren Film damals zugedreht. Da kann ich auch nur das, was eben im Fernsehen gesagt wurde, unterstreichen. Das ist, wenn man die Möglichkeit hat, wenn du lädst hier öfters Gruppen ein oder so, wenn man da die Möglichkeit hat, ist es auf jeden Fall eine Reise wert, das kann man nicht anders sagen. Ja, aber das aus dem Beitrag war gerade wirklich, also die Bürotür in Berlin steht für alle Sauerländer Bürgerinnen und Bürger jederzeit offen. Das heißt, klar, es kommen Besuchergruppen nach Berlin, es kommen Schülergruppen nach Berlin. Aber wer jetzt einmal privat in Berlin ist, kann jederzeit bei mir im Büro anrufen und kommt auf einen Kaffee rein, kann reinkommen, kriegt auch eine persönliche Führung durch den Bundestag. Das geht nicht immer bei mir, weil mein Zeitplan das nicht zulässt. Aber wie gesagt, mein Mitarbeiter hat das ja auch schon mal gemacht im letzten Jahr. Das Büro ist immer offen in Berlin und jeder kann immer vorbeikommen und sich schauen, wo ich da arbeite, was ich mache. Das ist auch wieder transparent. Okay, also wir waren ja jetzt angemeldet. Ich kann jetzt aber nicht unten an die Pforte gehen und sagen, hallo, jetzt, sofort. Doch, das funktioniert auch. Aber anmelden ist besser, weil wenn man das öfter macht mit dem Nicht-Anmelden, dann werden die an der Pforte ein bisschen ungemütlich. Genau, irgendwann müssen ja deine Mitarbeiter auch arbeiten und die jeweiligen Sachen vorbereiten, die du brauchst und so. Dann haben wir noch 1.000 Euro Bürokosten für Software Sonstiges. Macht im Monat 31.017,25 Euro. Bei 598 Sitzen im Bundestag sind das im Monat 18.444.383 Euro. Das ist ja schon mal eine Menge, ne? Das ist absolut eine Menge, das muss man auch immer so sagen. Da darf auch nie einer sagen oder so, das ist nicht angemessen oder irgendwas, kommt man sehr gut zurecht. Und, aber wie gesagt, die Mitarbeiterpauschale in der Höhe ist auch ehrlich gesagt gerechtfertigt, weil die Mitarbeiter sollen gutes Geld verdienen, die machen eine Menge Arbeit und alles und von daher passt das. Gut, dafür wird natürlich unser Land regiert, das ist klar, ja. Dass das nicht mit nichts geht, das ist schon klar. Aber wenn man es dann zusammenrechnet, ja, da können wir was von erwarten und wir sind da ja auch im Moment sehr zufrieden. Also ich auf jeden Fall bin da sehr zufrieden mit, was ihr da in Berlin macht. Das freut mich. Sagt man noch so, oder? Ja. Sie sind auch zufrieden? Und das tut einem sehr gut, wenn man das mal hört. Ja. Denn die meisten schimpfen ja immer gern. Nein, ja? also dann ist diese Tendenz in Deutschland ja schnell immer mal so ein bisschen draufzuhauen. Aber ich finde es auch gut, wenn man auch mal sagt, die Politikerinnen in Berlin machen gute Arbeit. Na, ich denke, bemühen sich. Unsere Bundeskanzlerin so, auch zum Beispiel, also finde ich im Moment sehr präsent. Man kann ja immer kritisieren, davon lebt die Demokratie, nicht? Aber wie gesagt, aber es ist auch gut, wenn man sagt, gibt sich Frau Mühe. Kraft hier für Nordrhein-Westfalen, kennt ihr euch persönlich? Ja, zwar erst vor 2 Wochen in Winterberg bei der Bob-Weltcup gewesen. Richtig, hatte ich gelesen. Ja. Würde ich gerne mal kennenlernen, nette Frau, scheint mir, also was ich so im Fernsehen immer so sehe. Das macht immer im Sommer im Sauerland Urlaub. Ja? Ja. Wir wollen nicht verraten, wo. Hinterher wird sie dann belagert. Aber... Ich darf es auch nicht verraten. Nee? Sie macht doch wirklich immer im Sauerland Urlaub. Vielleicht habe ich sie ja mal irgendwann hier. Das wäre ja wunderbar. Also ich finde ich wirklich sehr interessant. Ich lege ein gutes Wort an. Das ist schön. Also Grüße mal von mir, wenn Sie sagen, wer, aber macht nichts. Das mache ich. Wir haben ja Internetseiten. Wir kommen zu deinen 10 Fragen. Wir haben ja immer 10 Fragen für jeden Gast. Oh, die ich dir stelle. Ja. Und du antwortest mir entweder kurz und knapp, was dir dazu anfällt. Okay. Die sind ja entweder oder Fragen. Oder du darfst es auch gern ausschmücken, wenn es dir am Herzen liegt. Okay, ich gucke. Oder ich frage nach, wenn ich was wissen will. Ja, ist in Ordnung. Oder sie fragen nach, wenn sie was wissen möchten. Ja, gerne. Okay. Danke. So, 10 Fragen an Dirk Wiese. Cola oder Fanta? Ein Sauerländer Bier. Mhm. Krawatte oder Fliege? Krawatte. Shoppen oder chillen? Chillen. Zur Freude deiner Frau. Ja. Brille oder Kontaktlinsen? Brille. Definitiv. Immer? Nein, nicht immer. Beim Sport sozusagen auch Kontaktlinsen, beim Fußball oder so. Das geht ja nicht anders, wenn man da früher mal die Kontaktlinsen vergessen hat und den Ball wieder vor die Brille gekriegt hat, hat man sich geärgert. Aber sonst immer Brille. Okay. Fußball oder Tischtennis? Fußball, schwarz-gelb. Ach was. Sparbuch oder Aktien? Sparbuch. Ja, doch das sichere dann. Ja, das ist lieber das sichere. Da sind wir Sauerländer. Bodenständig. Ja, bodenständig. Das sichere lieber. Kakao oder Cognac? Kaffee. Antibiotika oder Schüsslersalze? Eine kalte Dusche morgens hilft gegen Erkältung und härtet ab. Im Vorfeld und wenn es dann soweit ist? Bis jetzt hat es mich erst einmal erwischt. Manchmal vertraue ich auf die guten Ratschläge meiner Großmutter, aber ansonsten Aspirin plus C.
Wie, dich hat es nur einmal erwischt? Du warst erst nur einmal in deinem Leben krank? Nee, in letzter Zeit. Also die Erkältungswelle, da bin ich ja einigermaßen durchgeschlittert. Ja. Aber jetzt hat es mich vor 2,5 Wochen hat es mich dann doch mal ein bisschen erwischt gehabt. Da war Kreisschützenversammlung, da hatte die Stimme nicht mehr ganz so mitgemacht. Da musste ich mich mal ein bisschen schonen abends. Aber ansonsten Aspirin plus C hilft immer gut. Ja. Wo bin ich? Apple oder Windows? Windows. Ja. Dirty Dancing oder Stirb langsam? Stirb langsam. Ach was. Noch mehr der Actionfilm. Dann doch mehr der Actionfilm. Gut. Und Bruce Willis ist hervorragend. Ja. Da habe ich jetzt, der wird 60 Jahre alt, ne? Habe ich gehört. Jetzt irgendwann die nächsten Tage Geburtstag. Stirb langsam, da habe ich was für dich. Wir sehen einen kleinen Kinotrailer. Okay. Und für diesen Film, der in der Sparkasse laufen wird, kann man auch Karten gewinnen. Da zeige ich einmal die E-Mail-Adresse, wo man das hinschickt. Das ist brilon@nölt.de. Nölt kann man seit neuestem auch mit Ö schreiben. Wussten Sie nicht das? Nicht mit OE wie Soest. Kann man auch, aber mittlerweile geht auch Ö. Wahrscheinlich werden jetzt die jüngeren Zuschauer sagen, das geht schon seit 100 Jahren. Ja. Ich wusste das nicht. Aber wir gucken uns jetzt einmal den Trailer an und dann geht es mit Ihnen weiter. Gut. Gut, machen wir uns an die Arbeit. Hey Roman, hast du Schiss? Nein. Doch, hast du. Kann mir mal jemand erklären, was wir hier überhaupt machen? Immer wenn man denkt, es kann nicht besser werden. Und los geht's. Ja, Mann. Oh, shit. Hack sie ein. Ryan, jetzt du. Ich hol dich da raus. Du musst springen. Dominic Toretto, Sie kennen mich nicht. Aber das werden Sie bald. Die Sünden von London sind uns wohl nach Hause gefolgt. Erinnerst du dich an Owen Shaw? Das ist ein großer böser Bruder. Wir werden gejagt. Eine letzte Fahrt. Na, das ist doch ein Wort. Daddy muss zur Arbeit. Diese Welt hier spielt nicht nach deinen Regeln. Ob es dir gefällt oder nicht, du und deine Freunde gehören jetzt dazu. Ich habe keine Freunde. Ich habe Familie. Ja, liebe Zuschauer, betreff Kinostar an brilon@nölt.de und dann können Sie 2x3 Karten gewinnen. Dirk, ich bedanke mich erstmal an der Stelle für das informative Gespräch, für die Einblicke in das Leben eines Bundestagsabgeordneten, der sich im Sauerland doch immer noch heimisch fühlt. Ja, du bist eben der Frage ausgewichen, wenn du die Karriere es weiter nach vorne treibt, dauerhaft in Berlin bleiben müsstest, wie es dann aussieht. Also erstmal bin ich jetzt, glaube ich, demnächst im September 2 Jahre im Bundestag und jetzt versuchen wir erstmal vernünftige, bodenständige Arbeit zu machen und dann schauen wir mal alles, was die Zukunft bringt. Und der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen, ist sie zu gestalten, hatten wir ja vorhin schon. Wir schauen mal. Okay, ich lasse es dann jetzt auch dabei gut sein. Ne? Okay, habe ich jetzt verstanden.